Geliebte Freunde, Quellgebiete, das war jetzt ja unser Thema, was uns der Vater ans Herz gelegt hatte, damit eben die Gebiete nicht von Menschen aufgekauft werden, die die Quellen mit dem Roundup und mit den anderen Unkrautvernichtungsmitteln verseuchen. Es ist immer noch das Anliegen des Vaters und mittlerweile haben wir all die Quellgebiete, die rund um unser Dörfle zum Verkauf anstehen, von den Besitzern angeboten bekommen. Es sind einfach alles total schöne Gebiete. Eines ist ja jetzt schon verkauft, das zweite, da sind wir jetzt dabei, dass wir das eben weitergeben dürfen, also dass wir es auch verkaufen dürfen. Und unser Käufer, das ist jemand, der jetzt auch eine ganze, ganze lange Zeit lang bei uns im Dörfle gewohnt hat und es wirklich freudig begrüßt hat, wie schön das Dörfle ist und dass er gerne mit und bei uns leben möchte. Das läuft jetzt alles weiter an und wenn ihr die Situation in Europa beobachtet, dann merkt ihr ja vielleicht auch selber, dass es ganz gut ist, sich eventuell ein zweites Standbein zuzulegen. Es sind Stücke zwischen 3,5 Hektar, 5 Hektar bis hin zu 15 Hektar, das allergrößte. Und sie sind alle so in einem Radius von ungefähr 3 Kilometern rund ums Dörfle. 3 Kilometer Luftlinie, also zum Dörfle hin recht gut zu erreichen. Und wir haben die Quellgebiete besucht. Die Quellen, die sind so wunderschön, wenn sie dann so aus der Erde heraussprudeln und kommen dann in ihren kleinen Quellsee an oder speisen dann einen zuerst winzigen und dann immer größer werdenden Bach. Also es ist dann schon jeweils ziemlich wirklich erhebend, Gottes Schöpfung dazu zu schauen. Ein ganz großer Teil der Quellgebiete hat auch noch ein Stück Urwald, naturbelassen. Ein Gebiet ist jetzt auch schon fast von einem Interessenten stark in Augenschein genommen worden, weil in diesem Urwald sehr, sehr, sehr viele Heilpflanzen wachsen. Unsere Paraguayer kennen die Heilpflanzen noch und sie freuen sich von Herzen, wenn die Heilpflanzen jetzt auch wieder Anklang finden und die Menschen wieder wissen, was hier auch ein geflügeltes Wort war in Paraguay oder noch ist. Es gibt keine Krankheit, für die der liebe Gott nicht eine Pflanze hat wachsen lassen. Und wenn wir durch den Urwald mit unseren Paraguayern streifen, so zeigen sie uns immer, die Pflanze ist für den Magen, die Pflanze, die ist für den Darmbereich, die Pflanze ist gegen Rheuma. Und immer wieder kommen unsere Paraguayer aus dem Urwald mit einer Pflanze an. Und sie sind wirklich ganz bereitwillig bereit, uns auch zu zeigen, welche Pflanzen welche Heilkraft haben. Wenn einer von euch sich angesprochen fühlt, ich sage euch jetzt einfach mal im Groben, im Detail kann ich das euch dann ja, wenn ihr euch interessiert, noch einmal ganz genau sagen. Die Landstücke sind nicht so teuer, weil man kann ja auf allen bauen. Sie sind alle im niedrigen, fünfstelligen Bereich und die 15 Hektar natürlich dann auch noch, aber eben dann schon im höheren, fünfstelligen Bereich. Aber es ist noch kein einziger sechsstellig. Nur um euch zu sagen, in welchem Bereich ihr ungefähr damit rechnen dürft. Und es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, die wir euch ja immer wieder ans Herz gelegt haben. Und diese Möglichkeit ist schlicht und einfach die, dass man in einer Gruppe zusammen ein Stück Land erwirbt und dann hinterher, wenn man sich das Land angeschaut hat, sagt, oh, ich hätte gern das Stück, ich hätte gern das Stück, ich hätte gern das Stück und ich das. Und dann kann man so ein Grundstück fraktionieren lassen, wie das hier heißt. Das bedeutet, man teilt es dann auf in 4, 6, 8 oder wie viele Stücke man haben möchte. Das wird dann auf der Gemeinde hier genehmigt. Und dann kriegt jeder auch seinen eigenen Titel über sein
kleine Stück von dem großen Grundstück. Ja, auch das haben wir ja schon gemacht und das ist auch absolut möglich. Und dann ist trotzdem jeder Besitzer seines eigenen Grundstücks und zu den Grundstücken muss dann einfach die Gruppe sich dann einigen, wie sie dann die Zufahrt macht, also ein Wegerecht muss eingeräumt werden. Ist ja klar, man muss ja auf sein Grundstück kommen können. Und das ist auch alles möglich. Insofern, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn dann einer sagt, gut, wir hätten jetzt gerne ein Grundstück von, wie viel wäre das, ungefähr 5 bis 7 Hektar. Jeder von uns hat 10.000 Euro und wir schmeißen das zusammen. Und dann hinterher teilen wir das Grundstück auf in 4 Stücke. Ja, das geht gut. Macht das. Auf die Art und Weise ist es dann für jeden nicht zu teuer. Ihr könnt dann einfach miteinander das Geld überweisen, was ihr habt und so groß, wie ihr das kleine Stück auf dem Grundstück haben wollt. Ich muss es dann erst einmal zusammen kaufen für euch alle. Meistens läuft es dann auch erstmal auf einen Namen und dann wird der Titel gemacht, der große katasteramtliche Titel, das heißt, es wird eingetragen. Dann wird das ganze Grundstück zur Gemeinde gegeben mit dem Agrimensor, das ist der Vermesser. Dann wird es aufgeteilt in die Menge der Personen, die sich das Grundstück teilen wollen. Jeder kriegt die Größe, für die er dann bezahlen wollte. Und dann hinterher wird das dann genehmigt von der Gemeinde und diese Aufteilung, wenn die von der Gemeinde genehmigt ist, die geht dann ins Katasteramt nach Asunción und wird dann auf die einzelnen Namen überschrieben. Dieser Vorgang dauert natürlich, das ist nicht so schlimm, aber in der Zwischenzeit könnt ihr ja mit eurem Teil des Grundstücks, vor allen Dingen, wenn ihr es dann nachher, wenn der Agrimensor da war, also der Vermesser, einzäunt, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr auch darauf schon mal was bauen. Das Grundstück gehört dann schon schlicht und einfach euch. Nur die Titelgeschichten, die brauchen halt ihre Zeit. Das wissen wir, das ist in vielleicht allen Ländern so, aber hier in Paraguay besonders. Und es ist aber trotzdem absolut benutzbar. Man kann pflanzen, man kann bauen, man kann alles drauf machen, was man möchte. Ihr könntet zum Beispiel auch die Stelle, wo das Wasser läuft, die Quelle oder der Bach, die dann auch zum gemeinsamen Badeplatz deklarieren. Warum nicht? Ja, alle diese Möglichkeiten habt ihr. Und so könnt ihr euch dann auf die Art und Weise ein zweites Standbein schaffen, wenn das jetzt in Europa so weitergeht, dass ihr dann zur Not einfach auf das nächste Transportmittel gehen könnt, Flugzeug oder Schiff oder Containerschiff oder was immer dann noch fährt oder fliegt, um dann im Notfalle einfach auf diesem Standbein, was ihr euch hier geschaffen habt, sein zu können. Wir helfen euch und unterstützen euch in allem, was wir können. Und wir möchten euch noch einmal bitten, habt einfach Vertrauen, bei uns ist es einfach so gut. Alle anderen Stimmen sind Stimmen, die leider Gottes von der anderen Seite kommen, aber nicht der Wahrheit entsprechen. Ihr könnt hier auf dem Land alle Bewohner fragen. Jeder hat seinen eigenen Titel, jeder hat sein eigenes Land. Die, die einen Bach haben, haben ihr Ufer. Manchmal auch, wenn sie das ganze Stück Land haben, 2 Ufer. Jetzt zum Beispiel ist einer von unseren Nachbarn, der möchte an seinem Bach nur ein Ufer haben und das andere Ufer bis zum Zaun hin dann noch weitergeben. Das sind 1,7 Hektar. So haben wir ganz verschiedene Variationsmöglichkeiten. Und wenn ich immer wieder die Nachrichten aus Europa höre, es macht mich fast jedes Mal ein bisschen trauriger. Und wir bekommen auch immer wieder vom Vater die Vision, dass jetzt im Laufe der nächsten Zeit, vor allen Dingen, wenn dann auch der Euro den Bach hinuntergeht, auf einmal ganz spontan sehr viele bei uns auftauchen werden.
Und gerade für die vielen, die hier auftauchen werden, probieren wir natürlich so gut wie es geht, Platz zu schaffen. Wir bräuchten Sponsoren, die uns helfen, Gästehäuser oder Apartments oder sowas zu bauen, dass wir die Menschen danach aufnehmen können. Im Moment ist es wirklich einfach so, wir bräuchten einfach noch Unterkünfte für Menschen, die dann spontan kommen werden oder auch jetzt dann kommen möchten. Und angedacht war es vom Vater vor allen Dingen für Rentner, die eben in Europa zu wenig Rente haben, um dort gut leben zu können. Ich hatte es euch ja schon mal gesagt, hier in Paraguay ist eine Rente ungefähr 5-mal so viel wert. Das heißt also, wenn einer 600 Euro Rente hat ungefähr, dann kann er aber fast so viel kaufen, wie er in Deutschland für 3000 Euro kaufen würde. So ungefähr ist der Wert. Und eine normale Familie hier in Paraguay, die verdient umgerechnet 400 Euro. Das sind circa 2 Millionen, heißt es hier, Guaranis. Aber man kann für diese 2 Millionen Guaranis in etwa so viel kaufen wie bei uns für 2000 Euro. Und insofern ist da der Unterschied ganz groß und signifikant und für uns eben auch wichtig, dass wir das dann wissen und euch auch weitergeben können, dass es diese Möglichkeit gibt. Und eben für Menschen, die Lust haben, anderen zu helfen. Ein Phänomen ist jetzt auch in Paraguay, in Venezuela ist es schon ganz stark, aber in Paraguay fängt es auch an. Es gibt immer wieder Mütter, in Deutschland ist es die Babyklappe, wo sie ihr Kind abgeben. Hier in Paraguay machen die Mütter das anders. Es gibt immer wieder Mütter, die ihr Kind einfach im Krankenhaus zurücklassen. Sie gehen dann und keiner findet sie mehr. Das Kind bleibt im Krankenhaus. Ja, und was macht das Krankenhaus dann damit? Für diese Kinder wollten wir eigentlich auch dann eine Heimstatt schaffen, dass wir dann mal ein Kinderheim für zurückgelassene Kinder dann aufbauen, möglichst noch bevor sie traumatisiert sind. Dass sie da einfach wissen, sie sind geliebt, sie sind aufgehoben. Das wäre ein Sozialprojekt, was uns sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Wer da Lust hat mitzumachen und sagt, okay, ich habe noch so viel übrig und keine Erben. Ich möchte auch, dass die Kinder leben können. Weil in Venezuela zum Beispiel sind schon Tausende zum Verhungern freigegeben worden, weil der Staat es nicht mehr schafft. Dort ist Chaos. Soweit ist es hier in Paraguay noch nicht. Aber auch hier ist die Not groß. Und die Kinderheime meistens ja eben von Nonnen oder Mönchen geführt, meistens von Nonnen, haben große Mühe, alle Kinder satt zu kriegen. Ja, das ist so das, was uns noch am Herzen liegt. Ihr seht also, wir denken gerne und viel mit. Und wir probieren jetzt einfach, all das noch durchzuführen, was uns Vater ins Herz gelegt hat. Und deswegen mache ich jetzt nochmal für euch diesen Aufruf. Wenn ihr ein zweites Standbein euch schaffen möchtet und eine Quelle retten möchtet, herzlich willkommen. Wir kaufen sie erst einmal auf den Namen des Dörfles und wenn ihr dann kommt zum Unterschreiben, dann gehört sie euch. Nur dann müsst ihr natürlich dann auch eben vor Ort sein, solange kriegt ihr einen Kaufvertrag. Der wird dann auf euren Pass ausgestellt, euch zugeschickt und ihr dürft ihn uns dann unterschrieben zurückschicken. Der ist dann genauso rechtsgültig. Heute mit der modernen Technik geht das sehr gut. Der Scanner ist rechtsgültig und deswegen können wir dann auch für euch die Abwicklung dann hier erledigen, sodass ihr euer Grundstück dann auch habt. Die, die es jetzt schon gemacht haben, haben sehr viel Freude. Und wenn sie dann das nächste Mal kommen,
dürfen sie über ihr eigenes und dann beim ersten Mal auch dann gereinigt, also ein Weg ist dann dadurch geschlagen, dass man dann nicht an den Lianen hängen bleibt, sondern auch wirklich von einem Ende des Grundstücks bis zum anderen gehen kann. Das machen wir beim ersten Mal für euch und dann werdet ihr dann auch sehen, wie schön die Grundstücke hier sind, wie viel darauf wächst. Und der Urwald vor allen Dingen hat einen Riesenvorteil. Er geht nie über 25 Grad. Das heißt, sobald man im Urwald sein Haus baut, hat man eigentlich schon eine automatische Klimaanlage. Es ist immer kühl. Und erst wenn man aus dem Urwald wieder heraustritt, aufs kultivierte Land, dann erst spürt man die Hitze, die es hier im Sommer auch gibt. Von März bis Juni ist es angenehm. Von September bis Dezember ist es sehr angenehm. Diese beiden Jahreszeiten, Frühling und Herbst, sind sehr angenehm. Der Winter ist ein bisschen kühl, manchmal auch mit Reif, aber kein Schnee und auch kein Frost. Einfach kühl. Und der Sommer, wie gesagt, da muss man dann tatsächlich im Schatten bleiben, weil da kann es schon mal Körpertemperatur werden. Vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, im Urwald ist es schön. Und unsere Paraguayer, die bauen ja ihre Häuser alle unter Mangobäume. Die Mangobäume sind eine natürliche Klimaanlage. Wir haben auch ein Häuschen unter einen Mangobaum gebaut. Die Familie, die das Mangohäuschen gemietet hat, die ist so froh, dass der Mangobaum eine natürliche Klimaanlage bildet, dass sie in gar keinem anderen Hotel mehr wohnen wollen. Die sind extra, obwohl sie gestern nach Asunción gefahren sind, extra abends noch nach Hause gekommen, um in ihrem Mangohäuschen zu schlafen. Ich habe gedacht, ich spinne, wo ich heute Morgen ihr Auto sah. Seid ihr von Asunción aus noch nach Hause gefahren? Ja, wir wollten in unserem Häuschen schlafen, in unserem schönen Bett. Und wir wollten unser Häuschen so richtig genießen. Deswegen haben wir es vorgezogen, abends auch nach Hause zu fahren. Oh, ja, das ist das Wohltuende, wenn man wirklich im Urwald oder unter Mangobäumen sein Häuschen erstellt. Ja, und das kann dann auch ein Häuschen sein, der Mangobaum schützt, was dann vielleicht etwas kleiner ist oder etwas niedriger oder vielleicht auch ein Rundhäuschen mit einem Kegeldach. Da gibt es viele Möglichkeiten und wir beraten euch da sehr, sehr, sehr gerne. Ja, deswegen, wenn euch das anspricht, gebt es weiter an alle die wirklich auf den Vater vertrauen, auf ihn hoffen und sich von ihm leiten lassen, den Auszug aus Ägypten individuell zu gestalten und sich vielleicht noch ein Zuhause hier zu schaffen, wo Jesus Christus zu seiner Klientin, also zu unserer Klientin, zu seinem Kind gesagt hatte, das Erwachsen natürlich, als er mit ihrer Seele über den Ozean flog: Ich will meine Kinder nach Hause führen. Diesen Satz vergesse ich nie, der ist so präsent, dass wir dann wissen dürfen, für die Erde hat Jesus Christus hier das Zuhause eingerichtet und das will er uns allen zur Verfügung stellen. Danke fürs Zuhören, danke an euch alle und danke allen, die ein Stück Quellgebiet retten möchten und danke allen, die dann nachher ihren Fuß vielleicht spontan doch noch auf ihr Land setzen wollen. Mit ganz, ganz lieben Grüßen, eure Claire.